Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Vollmond-Orakel. Meine Lieben, am 25.01. erwartet uns ein Vollmond im Zeichen Löwe. Und in diesem Orakel werde ich jetzt mal schauen, was die Energie so für euch bereithält. Und ich möchte das Ganze gerne mal verbinden mit einer aktuellen wichtigen Botschaft für dich. Also wir werden jetzt die Karten legen und wir schauen auch, welche Nachricht soll dich jetzt erreichen? Wir verbinden das jetzt einfach mal mit der Vollmondenergie. So, generell ist der Vollmond echt schön aspektiert. Wir haben ein Quadrat zu Jupiter. Dadurch, dass es ein Quadrat ist, könnte es eben auf eine Art und Weise vielleicht auch zu von irgendetwas zu viel geben oder vielleicht auch etwas, was ein bisschen übertrieben ist. Aber generell sehe ich da was Positives, weil ich in Jupiter so ein bisschen das Glück sehe, Zufriedenheit, Erweiterung, Wachstum etc. Also generell möchte dieser Vollmond, dass du in irgendeiner Angelegenheit heranwächst oder dich weiterentwickelst. Ja, also es geht darum, dass du deinen Horizont erweiterst. Bei der Löwe-Energie geht es generell darum, dass wir selbstbewusster werden, dass wir uns zeigen, dass wir uns präsentieren in einer Form. Es geht aber auch um Lebendigkeit, es geht um Lebensfreude, es geht um Lebenskraft. Ja, es geht um Dinge, die Spaß machen, die dir Freude bereiten. Es geht um Kreativität. Also ich sehe den Vollmond generell in einer sehr positiven Energie vom astrologischen her und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, was uns das Tarot ergänzend dazu noch zu sagen hat. Dieser Vollmond, was haben wir hier? Ich werde das Geheimnis der Hohepriesterin legen und werde jetzt auch die Karten einfach rausfallen lassen. So. Okay, also der Ritter der Münzen. Hier geht es um eine Angelegenheit, die längerfristig Bestand haben soll. Das finde ich auch sehr interessant, weil wir nämlich zeitgleich sehr viele Planeten auch im Zeichen Steinbock haben. Die Venus tritt ein paar Tage vorher in den Steinbock ein und wir haben auch noch Mars im Steinbock und Merkur im Steinbock. Mars und Merkur werden sich langsam einer Konjunktion annähern. Also es geht vielleicht auch darum, einen festen Standpunkt einzunehmen oder etwas in Angriff zu nehmen, etwas zu planen, was mit langfristigen Angelegenheiten zu tun hat. Also irgendetwas, was länger Bestand hat. Die Venus im Steinbock verspricht auch Werte, die von stabiler und langfristiger Natur sind. Auch in unseren Beziehungen oder im zwischenmenschlichen Bereich ist vieles daran orientiert, Langfristigkeit und Stabilität zu schaffen. Und der Ritter der Münzen ist ja genau diese Energie. Also es geht um etwas Langfristiges, es geht um etwas Stabiles. Okay, schauen wir mal, was das Ganze kreuzt oder beeinflusst. Das ist die Justice. Vielleicht geht es um eine langfristige Entscheidung. Du triffst eine langfristige Entscheidung, etwas, was du längerfristig in Angriff nehmen möchtest. Das könnte zum Beispiel etwas sein, was deinem Selbstausdruck dient. Das könnte zum Beispiel ein kreatives Projekt sein oder etwas, was du aus der Freude heraus machen möchtest. Aber die Motivation ist hier auch Langfristigkeit und Stabilität. Es könnte aber auch um irgendeine andere langfristige Entscheidung gehen. Also hier trifft man eine Entscheidung oder es wird etwas ausgeglichen. Es geht um eine ausgewogene Energie, die mit Dingen zu tun hat, die von Dauer sind. So, schauen wir mal, was das Thema hier ist, das Hauptthema oder welche Energie steht im Fokus. Welche Energie steht hier im Fokus? Was ist hier ganz deutlich? Das Ass der Münzen, ja, also tatsächlich geht es hier irgendwie um Langfristigkeit. Der Ritter der Münzen und das Ass der Münzen. Es könnte sehr gut sein, dass du hier ein Angebot bekommst. Das kann ein geschäftliches Angebot sein. Es kann hier um Finanzen gehen. Es kann hier um berufliche Angelegenheiten gehen. Irgendein Angebot, was längerfristig Bestand hat. Ja, oder irgendetwas Konkretes.
Das muss nicht immer mit dem Beruf zusammenhängen. Es kann etwas sein, was irgendwie konkret und greifbar ist. Da ist kein Wischiwaschi, ja, da ist kein Fragezeichen dahinter, sondern das ist so, hier bitteschön, ja, hier hast du. Und jetzt ist die Frage, nimmst du es oder nimmst du es nicht? Du triffst eine Entscheidung. Ich habe eher das Gefühl, du nimmst das wahr. Das wäre hier gar nicht mal so verkehrt, aber wir gucken gleich mal, welche weiteren Energien hier noch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, das ist echt ein gutes Angebot. Damit könntest du wirklich was anfangen. Das ist etwas wirklich Brauchbares. Schauen wir mal, was nimmt denn hier ab? Nee, Quatsch. Entschuldigung, was nimmt zu? Was nimmt zu? Was nimmt hier zu? Die 9 der Schwerter. Wäre schöner, wenn die abnehmen, aber die 9 der Schwerter scheinen hier irgendwelche Ängste und Sorgen zu sein. Also scheinbar gibt es hier etwas, was dich noch daran hindert oder blockiert. Irgendwelche Sorgen, die du dir machst. Die 9 der Schwerter sind für mich aber auch immer so eine Energie, die irgendwie so selbst fabriziert sind. Also das sind so Sorgen, die dir im Kopf herumgeistern. Ne, so nach dem Motto, da ist was unter meinem Bett. Aber da ist nichts. Du weißt genau, da ist nichts. Aber da ist irgendwie so eine Angst. Es kann auch total irrational sein und eigentlich überhaupt nichts mit dieser Situation zu tun haben. Ja? Aber scheinbar gibt es hier etwas, was dich noch abhält, was irgendwie mit deinen Ängsten zu tun hat. Schauen wir mal, was nimmt ab? Was nimmt ab? Was wird weniger? Okay, hier sind gleich mehrere gefallen. Wir haben hier den Narren, den Magier und die 8 der Schwerter. Dass die 8 der Schwerter hier liegen, finde ich gut. Der Narr und der Magier, ich habe das Gefühl, hier gibt es die Chance, einen irgendwie neu anzufangen und etwas zu manifestieren, etwas völlig Neues zu manifestieren. Und du bist im Hinblick darauf blockiert. Das nimmt aber ab. Also für mich sieht es so aus, als ob du dich gerade an der Schwelle befindest. Du bist gerade in einem Übergang, wo es um langfristige, stabile Angelegenheiten geht, die neu sind. Also es geht um Neuanfänge, es geht um Dinge, die sich nun in deinem Leben manifestieren wollen, die du vorher nicht hattest. Es geht um Neuanfänge. Es geht um eine völlig neue Energie, die reinkommen will. Wir haben im Moment die Sonne im Wassermann. Es geht um Erneuerungen. Es geht darum, sich zu befreien. Und das sehe ich auch für dich. Also du wirst ganz klar mit deinen Ängsten und mit deinen Blockaden konfrontiert. Und diese Ängste und Blockaden betreffen das Thema Neues zulassen, Neues manifestieren, aktiv werden in Bezug auf Neues. Und dir bietet sich hier eine Chance. Ja, also etwas kommt hier rund um diesen Vollmond und du weißt, das würde dir einen Neuanfang ermöglichen oder etwas Neues im Leben bescheren. Das würde etwas verändern in deinem Leben. Und du bist jetzt dabei, eine Entscheidung zu treffen. Das ist aber nichts, was nur für eine kurze Zeit da ist, sondern hier geht es wirklich um etwas, was längerfristig dann auch da ist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du dir das Ganze auch noch genau überlegst oder warum auch hier Ängste und Blockaden da sind, weil du weißt, dass es einfach einen längerfristigen Effekt hat, weil es hier keine Eintagsfliege ist. Das ist hier nichts Vorübergehendes. Das betrifft hier nicht nur einen Tag oder eine Sache, sondern das ist etwas, was größere Auswirkungen hat. Und scheinbar zeigt dir diese neue Sache oder diese neue Möglichkeit, hey, da sind noch ein paar Blockaden, da sind noch ein paar Hindernisse, schau dir das mal genauer an. Das Schöne ist, wir haben sehr viele Planeten im Steinbock zu dieser Zeit, das heißt, wir können da auch, wenn es zu Herausforderungen oder zu Schwierigkeiten kommt, sehr gut anpacken, die Ärmel hochkrempeln, ja, das Ganze auch angehen. So, schauen wir mal, was hier im Schatten liegt. Was ist hier verborgen, wird aber schon gespürt. Im Schatten. Im Schatten liegen die 4 der Schwerter. Interessant. Vielleicht wird es darum gehen, in Bezug auf etwas eine Pause einzulegen. Oder dass etwas... es könnte sein...
Das ist jetzt nur eine Info, das kann auch nur für jemanden speziell sein, weil ich hier so das Thema Langfristigkeit habe. Könnte es sein, dass du Angst hast oder nein, das ist nicht keine Angst, dass vielleicht deine Intuition oder dein Gefühl dir sagt, okay, das wird dann sehr lange so sein oder das wird vielleicht auch länger etwas sich dann nicht bewegen. Also das ist irgendwie ein Paradox. Ich habe das Gefühl, hier geht es um was Neues. Das will jetzt in dein Leben kommen. Aber gleichzeitig bringt dieses Neue auch etwas sehr Langfristiges mit sich. Und diese Langfristigkeit, da könnte dir bewusst werden, dass du dann irgendwann wieder an dem Punkt bist, wo das einfach so dann ist. Also es bleibt stehen. Und das haben ja auch langfristige und verlässliche Dinge an sich. Sie werden langweilig. Nicht im Sinne von, oh Mann, das langweilt mich jetzt. Das kann es auch sein, je nachdem, was für ein Typ man ist, sondern es hat für eine lange Weile Bestand. Ja, das ist genau das Thema. Ja, also hier geht es irgendwie um was Neues. Es geht darum, das zu manifestieren. Das wird aber etwas sein, was längerfristig Bestand hat. Also wirst du auch länger in dieser Sache drin sein oder mit dieser Sache auch zu tun haben. Und vielleicht ist das so eine, sagt dir deine Intuition, okay, dann kann es halt auch mal langweilig werden. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ich denke, ihr wisst es. Ich gucke mal weiter. So, was ist denn hier im Licht und wird schon deutlich gesehen? Was ist hier im Licht? Die 6 der Schwerter, ja, es geht um einen Übergang und du hast irgendwie Angst, du bist ein bisschen nervös, diesen Übergang zu starten. Ich glaube, weil er längerfristig Auswirkungen auf dein Leben haben wird. Dieser Übergang hat längerfristig Auswirkungen auf dein Leben. Und vielleicht ist genau das, du willst das auf einer Seite und auf der anderen Seite schreckst du irgendwie davor zurück, vor dieser Langfristigkeit. Ob das jetzt hier um zum Beispiel ein Jobangebot geht, wo du weißt, hey, wenn ich das jetzt annehme, dann werde ich länger da drin bleiben. Oder ein Umzug, ein neuer Ort, wenn ich das jetzt annehme, dann werde ich länger da wohnen. Oder eine Beziehung, wenn ich jetzt mich darauf einlasse, dann werde ich lange mit dieser Person zusammen sein. Gut, das kann man nicht immer planen, aber das, die Intention dahinter oder das Gespür dahinter, du spürst, wenn du das jetzt tust, dann ist es was für länger. Also du weißt, dass das hier nicht etwas ist, was schon danach kein Bestand mehr hat. Oder hey, wenn ich jetzt dieses Projekt starte, dann muss ich auch den Atem haben, um länger dran zu bleiben. Also hier ist auch so eine Langatmigkeit zu sehen oder irgendetwas, was lange da ist. Was ja super in die astrologischen Konstellationen reinpasst, weil wir so viel zu der Zeit im Steinbock stehen haben. Also alles ist hier ein bisschen von Langfristigkeit und Stabilität und Sicherheit motiviert. Aber man muss sich erstmal trauen, da überhaupt reinzugehen oder das eben auch anzunehmen. Gut, schauen wir mal weiter. Wohin geht die Reise denn hier? Wohin führt das Ganze? Wohin führt dieser Weg? Wohin geht die Reise? Der Ritter der Kelche. Okay, scheinbar könnte das hier um etwas Emotionales gehen. Es könnte hier um Zwischenmenschliches gehen. Es kann um die Liebe gehen. Es kann aber auch um Kreativität gehen. Der Ritter der Kelche ist auch eine sehr kreative Energie, eine sehr schöpferische Energie. Ja, also vielleicht bist du dabei, ein kreatives Projekt zu starten, wo es darum geht, hey, dann bleibe ich jetzt lange da dran. Oder du lernst hier jemanden kennen und du spürst, das ist etwas für länger. Ja, hier geht es irgendwie um Längerfristigkeit. Ja, irgendwas, was lange da ist. Aber interessant, hier sind noch Blockaden und Ängste. Gut, schauen wir mal weiter. Was ist denn das Geheimnis des Ganzen hier? Der Wagen. Okay, der Wagen. Also es geht vorwärts. Vielleicht auch das Thema Umzug, was ich eben schon gesagt habe.
beziehungsweise beruflicher Erfolg. Also der Wagen, das ist immer eine Situation, die eben anzeigt, es geht vorwärts. Es findet eine Bewegung nach vorne statt. Das ist interessant. Also es ist eine wirklich interessante Mischung, ne? Weil es geht hier um Erweiterung. Das spiegelt sich nochmal genau im Astrologischen wider. Jupiter, es geht um Erweiterung, es geht um Wachstum. Ja, es geht darum, nach vorne zu kommen. Es geht um Neues, ja, Wassermann-Energie, neue Energien zulassen hier, etwas manifestieren, Löwe-Energien, seine Kraft kommen. Aber auch der Steinbock, der sich hier eben zeigt, ne, der sagt, okay, wir wollen aber auch hier etwas von Langfristigkeit, wir wollen hier Stabilität und Sicherheit. Ja, also du scheinst hier in eine Richtung nach vorne zu kommen, weiterzukommen. Und gleichzeitig hat dieses Weiterkommen irgendwie mit längerfristigen Entscheidungen zu tun. Ich würde jetzt ganz gerne noch eine Orakelkarte hinzuziehen, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und auf den Punkt zu bringen, worum es hier geht. Liebes Universum, worum geht es hier zu diesem Vollmond? So, wir haben hier Jack and the Beanstalk. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, was er hier zu sagen hat. Ne? Hier fällt mir dieses, ne? Er klettert ja diese Bohnenstange hier hoch und er geht so in die Lüfte. Ja, also es geht um Weiterentwicklung. Das ist für mich so der Wagen hier. Ne? Es geht nach oben, es geht nach vorne. Gut, schauen wir mal, was ist hier, was die Stichpunkte sind zu dieser Karte. Okay. Okay. Es geht darum, dass, also wenn ihr das Märchen kennt, er tauscht ja die einzige Kuh gegen eine Handvoll magische Bohnen und schämt sich dann dafür, ja, denkt sich, was hast du gemacht, ja, hast die einzige Kuh hier eingetauscht für so ein paar blöde Bohnen, ja, und bekommt hier ganz schön Ärger auch und letztendlich wächst dann diese magische riesige Bohnenstange aus der Erde. Ja, und hier geht es letztendlich darum, zu verstehen, dass man in der Vergangenheit vielleicht ein paar Fehler gemacht hat, aber dass es jetzt darum geht, auf diese Bohnenstange zu klettern. Dass es darum geht, Dinge zu entdecken. Hier steht es auch, ne? Ein neues Land zu entdecken, wo du Glück finden wirst, wo du Ruhm finden wirst und Zufriedenheit. Und wo du gegen Riesen kämpfst. Also es geht darum, mutig zu sein und jetzt hier zu entdecken, also Jupiter-Energie. Darum geht es jetzt. Und das, was die Karte auch sagt, ne? Wir haben in der Vergangenheit irgendwelche Fehler gemacht. Aber die haben jetzt keinen Einfluss auf diese Situation. Und ich glaube, das ist das, wovor du Angst hast. Du hast Angst, einen Fehler zu machen. Du hast vielleicht Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. So nach dem Motto, wenn ich das jetzt mache, dann vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ja, vielleicht ist es oder vielleicht funktioniert das nicht. Vielleicht ist das auch deine Angst mit den vier Schwertern, dass etwas hier zum Erliegen kommt, dass kein Wachstum stattfindet, dass keine Entwicklung stattfindet. Ich kann dir aber sagen, dass hier sehr viel nach vorne geht. Ne? Wir haben hier den Wagen. Ich finde es ganz toll, dass hier der Ritter der Kelche liegt, weil das eher so eine weiche Energie ist. Der Ritter der Kelche spricht aber nicht von einem Vorankommen. Deswegen wüsste ich, also ich habe tatsächlich das Gefühl, das könnte hier noch so eine zusätzliche Energie sein, die hier ist. Ich würde tatsächlich gerne ein paar Karten klären, um das Ganze noch so ein bisschen zu vertiefen. Ich hätte gern Infos zum Ast der Münzen und zum Ritter der Kelche tatsächlich. Also einmal das Ast der Münzen. Was konkret ist das hier? Können wir dazu Infos bekommen? Das Ast der Münzen, was ist das hier konkret? Die Vier der Münzen und die Fünf der Münzen. Interessant. Das ist ja interessant. Okay,
Es könnte um eine größere Investition gehen und du hast vielleicht Angst, dass du da sehr viel finanziell aufs Spiel setzt. Das könnte etwas sein. Oder was auch der Fall sein könnte, das ist hier echt eine große Chance, die Stabilität, Sicherheit und auch Fülle bringt. Und vielleicht hast du Angst, dass du nicht genug zu geben hast. Du hältst dich hier zurück, du bist sehr vorsichtig. Also ich sehe dich sehr zaghaft in Bezug auf dieses Angebot. Ich sehe dich hier so ein bisschen in einem Mangelthema oder das Gefühl von, vielleicht schaffe ich das nicht oder vielleicht verfüge ich nicht über die Kraft oder die Energie oder die Ressourcen, um das annehmen zu können oder um das stemmen zu können oder um dem gerecht werden zu können. Da sind so ein bisschen Sorgen diesbezüglich, die ich hier wahrnehme. Aber ich glaube, dass das hier vielleicht, ja, dass das gar nicht hier der Rede wert ist. Aber wir schauen weiter. Ich hätte gern eine Klärung zum Ritter der Kelche. Was konkret geschieht hier oder worum geht's hier? Die Sieben der Kelche. Oh, und der Page der Stäbe. Also, das ist interessant. Es könnte sowohl um das Zwischenmenschliche gehen, als auch um Themen, mit denen du dich beschäftigst. Ich nenne dir jetzt mal die Möglichkeiten. Also, wenn es hier nicht um das Zwischenmenschliche geht, dann sehe ich hier, dass es so ein bisschen um kreative Angelegenheiten geht, aber auch Dinge, die dich neugierig machen, wo du etwas lernst, wo du dich weiterbildest, wo du was Neues ausprobierst. Vielleicht probierst du etwas Neues aus, wo du besonders kreativ bist. Es könnte hier aber auch mit spirituellen Angelegenheiten zusammenhängen. Ja? Die Sieben der Kelche ist auch so ein bisschen so eine spirituelle Energie. Das sehe ich hier eben auch. Ne? Also vielleicht etwas Spannendes, Neues, was irgendwie Spiritualität und Kreativität miteinander vereint. Oder was damit zu tun hat, etwas zu lernen in Bezug auf diese Themen. Das ist vielleicht ein bisschen mystisch, das ist vielleicht ein bisschen magisch, aber es ist interessant und spannend. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dich von Herzen erfüllt. Auf der anderen Seite, wenn es zwischenmenschlich gesehen ist, dann sehe ich hier, dass der Ritter der Kelche kommt. Und der bringt dir vielleicht auch sehr viel Romantik und Gefühl und du interessierst dich für diese Person. Ja, diese Person ist interessant, es ist spannend. Vielleicht macht dir die Person ein Angebot in Bezug auf ein Treffen oder ein Kennenlernen. Und das bringt so ein bisschen die Gefühle in Bewegung, ja. Das ist so das, was ich hier wahrnehme. Ne? Es kann auch eine Mischung aus mehreren Sachen sein. Schauen wir mal, was jetzt der Wagen hier bedeutet. Den hätte ich gerne noch geklärt. Wo geht es hier weiter, in welchem Bereich? Oder was konkret bedeutet der Wagen hier? Die Königin der Schwerter. Also ja, beruflicher Erfolg, aber auch zwischenmenschlicher Erfolg. Ne? König der Stäbe. Es ist wirklich, mir kommt hier beides durch. Mir kommt irgendwie das Berufliche durch, mir kommt aber auch das Zwischenmenschliche durch. Das wird hier für jeden was anderes sein. Ne? Mit der Königin der Schwerter und dem König der Stäbe kann es hier um zwei Personen gehen. Ja? Zwei Personen, die miteinander zu tun haben. Auf der anderen Seite kann das aber auch eine absolut berufliche Energie sein. Vielleicht auch jemand, mit dem du gemeinsam beruflich hier irgendwie kooperierst oder zusammen ein Projekt startest. Ja, das könnte es auch sein. Aber die Königin der Schwerter und der König der Stäbe ist für mich eben auch so eine Energie von, dass es irgendwie so Thema Selbstständigkeit, ne, selbstständig irgendetwas zu machen, alleine etwas zu vollbringen, finde ich auch sehr interessant, dass wir hier den Vollmond haben. Hier haben wir noch so kurz vor Vollmond, also merkst du vielleicht so Tage davor schon irgendetwas. Es könnte aber auch ein Prozess sein, der schon seit dem letzten Halbmond hier geschieht, weil ich hier den Halbmond habe und hier auch. Die sind mir beide sehr stark hier aufgefallen. Vielleicht ist das schon etwas, was seit einer Woche im Prozess ist oder was seit einer Woche schon läuft, schon eine Woche vor dem Vollmond angefangen hat. Ja,
Also ich glaube, das ist für dich jetzt hier die Möglichkeit, irgendwas Neues zu manifestieren, voranzukommen, dass sich endlich etwas in deinem Leben bewegt und dass du lernst, die Vergangenheit wirklich abzuschließen im negativen Sinne. Ja, also was deine Ängste und Blockaden betrifft, deine Befürchtungen hier. Und ich glaube auch, dadurch, dass sie hier mit der Gerechtigkeit die Augen verbunden hat, dass das auch etwas sein könnte, wo du erstmal nicht so komplett den Durchblick hast oder gewisse Dinge auch noch nicht so ganz klar siehst. So fühlt es sich für mich an. Aber es ist eine interessante Energie. Also ich glaube tatsächlich, dass hier mehrere Dinge eine Rolle spielen. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, was hier los ist. Geht es für euch hier um was Privates, was Zwischenmenschliches, was Berufliches? Aber definitiv sehe ich, es geht jetzt um Wachstum, es geht um Weiterentwicklung, es geht um ein Vorankommen und ein super Angebot, was dich hier erreichen wird, was aber auch längerfristig Auswirkungen hat. Vielleicht betrachtest du das Ganze auch unter dem Aspekt der Langfristigkeit. Vielleicht ist dir das besonders wichtig. Und das ist eben letztendlich der ausschlaggebende Punkt, wie du dich dann entscheidest. Hat dieses Angebot längerfristig Bestand für mich? Das könnte so deine Motivation hinter dem Ganzen sein. Meine Lieben, das war's auch schon. Das war die Legung für den Vollmond. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete persönliche Beratungen, Kartenlegungen an, astrologische Beratungen. Wenn du magst, kannst du auch ein schriftliches Horoskop bei mir bestellen. Schau mal, unter dem Video habe ich alle wichtigen Informationen und Links dazu hinterlegt. Ich freue mich auch, wenn du diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Video.